Herzlich willkommen im Bette-Baulabor. Heute möchte ich euch zeigen, wie die Montage mit dem Bette-Wannenfuß funktioniert. Dazu sind folgende Sachen erforderlich, die auch im Lieferumfang enthalten sind. Zum einen die Wannenfüße, die Montageanleitung. Und nun zeige ich euch, wie man das Ganze montiert. Zunächst werden die Pads entfernt. Wir positionieren die Füße auf der Wanne. Im nächsten Schritt hängen wir das Ganze in die Laschen ein. Nehmen den Schraubendreher, Schlüsselweite 7. Das ziehen wir so lange an, bis die Sollbruchstelle abgerissen ist, um sicherzustellen, dass das Ganze verspannt ist. Im Anschluss nehmen wir den zweiten Fuß und richten diesen ebenfalls auf der Fläche aus. Nun ist der zweite Fuß auch montiert. Wir sorgen dafür, dass wir das überschüssige Material entweder abschneiden oder halt eben unter die Fläche bringen. Mit Hilfe eines Zollstocks nehme ich nun die Voreinstellung der Füße vor. Im Anschluss werden diese fixiert, damit sie in Position bleiben. Die endgültige Verstellung erfolgt dann vor Ort, wenn die Wanne eingebracht ist. So einfach ist die Montage mit dem Bette-Wannenfuß.